Ein herzliches Willkommen zurück zu Subnautica Below Zero. Es ist über einen Monat oder fast einen Monat her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Nämlich am 20. Juni, glaube ich. Genau, ihr seht schon im Vergleich zur letzten Folge. Und zwar, ich habe aufgenommen und ich habe dann bemerkt. Und zwar hatte ich ausgetestet hybrides MP4. Ja, es war fehlerhaft. Und Premiere Pro konnte die Datei nicht lesen. Auf jeden Fall habe ich eine Base gebaut. Ich habe offscreen gesammelt und dann nur gebaut. Ich habe hier so ein Ding auch. Was war das? Kernreaktor. Davon habe ich aber leider nur Titan gehabt oder sowas. Ich kann mich jetzt auch gerade gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich würde euch das jetzt einmal zeigen. Ich habe nämlich das Einzige, was ich gemacht habe. Genau, ich habe halt eine Base gebaut. Hier, das Tauchdock kann ich noch nicht bauen. Ich habe hier zwei, also hier Aquarium. Nochmal hier Mehrzweckräume. Hier ist ein Scannerraum. Hier, das habe ich für gesammelt und gebaut. Das ist so ein Seebahn-Bums. Wie heißt denn das? So dieses Tauchdock für die Seebahn. Wie gesagt, das ist auch das Einzige, was ich gemacht habe. Da vorne, das Erbauer-Artefakt, das ist zwischendurch, glaube ich, gekommen. Das war aber kurz nachdem wir da hinten waren, ich weiß gerade gar nicht, wo das war. Das war die letzte Folge bei dieser Alien, wo dieses Alien-Ding in Allen, oder wie das heißt, in unser Kopf reingematscht wurde, sage ich jetzt mal. Genau. Das wollte ich euch jetzt einfach nochmal zeigen. Es tut mir selber leid, aber ich kann leider. Ich habe alles probiert, Online-Tutorials geguckt, alles, um die Aufnahme wiederherzustellen, aber. Premiere nimmt es einfach nicht an. Ich weiß nicht wieso, aber es nimmt es einfach nicht an. Ich würde euch das hier einmal zeigen gerne. Genau, man kann hier auch vorne rein. Ich weiß gar nicht, ob man nach hier. So, hier kann man rein, genau. Das läuft so, dass man dann hier einfach rein und da wird man so nach hinten geschoben. Genau. Das ist mega cool. Oder man fährt halt hier rein, wie in so einem Star Trek Landehangar oder so. Es sieht mega cool aus. Genau. Das wollte ich euch einfach nur gezeigt haben. Ich habe es nicht mehr gemacht. Ich hatte Lithium gesammelt und die Ressourcen alle dafür habe ich offscreen gesammelt. Ich habe nur eine Folge mit Basebuilding gemacht. Also ist wirklich nichts anderes passiert. Der Nachteil war halt, dass die Folge ja beschädigt worden ist. Ich würde tatsächlich sagen, ich besorge jetzt Wasser und Essen und dann gehen wir da zu diesem Erbauer-Artefakt X3. Ich bin mal gespannt, also es soll auf jeden Fall noch viel mehr kommen. Also wir sind nicht mal ansatzweise bei der Hälfte vom Game. Auch zur Info, ich habe jetzt nochmal ein neues Interface mir bestellt. Das heißt, ich muss nochmal gucken, wie es mit dem Sound, mit der Lautstärke so klappt. Genau. Wir haben schon mal Wasser. Genau. Wir nehmen die Seebahn und dann gehen wir jetzt zum... Ah, nee, warte, da können wir doch auch so hin. Oder 300 Meter. Wir fahren mit der Seebahn hin. Genau, hier sind wir wieder. Ah, hier... Oh, lol, hier kann man die umbenennen. Warte mal, wie nennen wir die? Bertha. Basis. Ach so. Ah, nee, die lassen wir erstmal so. Ja, wir lassen das erstmal so. Können wir ja später noch machen. Genau, rein da. Perfekt. Boah, das ist eine coole Animation. Ich wollte auch nochmal gucken, dass wir dann... Genau, ich habe da oben dieses, so ein... Das ist, was war das? Frachtabteil oder was? Fabrikatorabteil. Genau. Habe ich angeheftet. Plaststahlbarren sind das, glaube ich. Oder sonst. Ja, Plaststahlbarren, genau. Das ist gerade mein Inventar, die habe ich noch übrig vom Bau. Achso, ja, da waren wir ja schon. Ich hoffe auch, dass es alles so klappt mit der Aufnahme. Ich musste alles neu machen. Seitdem ich aus dem Urlaub zurück bin, habe ich direkt am nächsten Tag das Paket bekommen mit dem neuen Interface. Och, da ist hier so der Lochfisch. Geil, oh, kann ich dich an... Ich will es nicht wissen, oder? Bitte. Oh, sorry. Was ich sagen wollte, einen Tag danach habe ich das bekommen, aber OBS muss ich komplett neu konfigurieren und so weiter. Deswegen... Das war dann so ein bisschen... Oh, warte mal. Ah, hier müssen wir. Deswegen kam jetzt auch nur ein Bodycam-Video. Ich glaube, wir sind hier falsch. Ja. Sind wir. Ah, guck mal hier. Was ich sagen wollte, ich glaube, wir müssen wieder solche Dings finden. Solche. Gott, was ist denn das hier? Oh Gott.
Ah. Ich glaube, wir sind richtig. Ja, wir sind richtig. Oder? Gut, wir müssen runter. Der Bauer-Artefakt. Oh. What you found is more than Elender. It will help me follow the traces my people left on this planet. I'm glad it could help. I know you would still prefer me to have a corporeal form of my own. Oh my god. Nein, nein, nein. Yes. If you can keep searching, dankeschön. I may regain some connection to the network. Hey. Süßi. Okay, das wäre nett. Sie hat uns einfach so ein Ding gebracht, ne? Gucken wir mal, was da an ist. Forschungsgerät scheint gebraucht worden zum chemischen Bestandteil. Achso, einfach Analyse, okay. Ich dachte, das wäre jetzt so eine Base oder so, aber okay. Auch mal was anderes. Tabu, das Geschenk des Segers. Ah. Sache zu klauen, sie braucht mir sogar etwas. Ah, stimmt. Guck mal da, was ich angeheftet habe. Da, wir haben ein Blei von ihm bekommen. Das ist cool. Wir müssen die Seebahn mal reparieren. Ach, guck mal, die haben auch so einzelne Lebensanzeigen. Das sieht schon cool aus, ne, muss ich mal sagen. Also wirklich. Ich glaube, die Seekobolde sind auch, glaube ich, nur hier in diesen, ist es auch, heißt es auch Kelp Forest? Ich glaube, ne? Ah, jetzt müssen wir die Base wieder finden. Och, nee. Ah, da. Okay. Ja, genau. Ich würde sagen Moonpool und dieses Fabrikatorabteil, genau. Ich würde mal interessieren, bleibt das Licht an oder... Nee. Perfekt. Man kann dich... Das hört sich ja wie so ein Alarm, ne? Ja. Gut, wir brauchen... Ja gut, Blei... Okay, da hätten wir noch bleiben können, ne? Hm, egal. Also langsam, ich verlaufe mich schon in der eigenen Base, das ist schon ein bisschen... Stimmt, den hatte ich auch gebaut, ja. So als nicht Ersatz, wie heißt denn das? Backup. Weil ich wusste nicht, ob ich den Kernreaktor fertigstellen kann. Fabrikator. Uns fehlt Quarz, okay. Hier müsste es doch Quarz geben, I guess, ne? Ja. Oder? Alter, fragt mich nicht, wo es in diesem Game Quarz gibt. Ich kann es euch in Subnautica sagen, aber nicht hier. Hier ist Quarz. Eins, wir bauen noch ein zweites. Wir hätten gucken können, was wir für ein Dings Computerchip noch benötigt hätten. Dann hätten wir das auch besorgen können. Da, Quarz. Da. Ne, genau, perfekt. Achso. Perfekt. Müssen wir mal kurz. Was ist? Okay, geil. Sie machen wir direkt wegen der Base, dass sie die Base markieren. Weil ehrlich gesagt habe ich keinen Bock, die ganze Zeit die Base zu suchen. Was brauchen wir denn für ein. Wir haben gerade unser. Ach nee. Kupfer. Oh. Tischkorallenprobe, Gold, Kupferdraht. Wissen wir alles, wo wir es herbekommen? Dann hätten wir das Frachtabteil. Perfekt. Dann machen wir das. Was ist das? Ach so, stimmt, den brauchen wir ja nicht mehr. Mal hier. Ne, sonst brauchen wir nichts. Stimmt, erweitert. Ja, aber das brauchen wir ja nicht. Nachbrennermodul, wer braucht das? genau. Dann nehmen wir das, dann merken wir uns das. Das haben wir ja da oben. Und dann nochmal hier wegen Moonpool. Titanbahn, Schmierstoffblei. Okay, ich würde sagen, ich setze hier einmal einen Cut. Ich besorge mal eben die Ressourcen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich müsste jetzt eigentlich alles haben. Hier ist der Fabrikator, genau. Ich hoffe es zumindest mal. Genau, jetzt müssen wir einen Computerchip machen. Genau. Und ich glaube, für das Ding da drüben habe ich auch alles. Stimmt, das müssen wir Schmierstoff. Und das haben wir auch noch. Ja, jetzt. Warte mal. Schmierstoff habe ich mir gemerkt. Ich hatte auch ein bisschen Blei gesammelt. Und ich weiß jetzt leider nicht wegen Moonpool, was das Ding noch braucht. Titanbarren, ne? Achso, Titanbahn. Ja, obwohl, das kriegen wir hin. Ich glaube, wir haben sogar genug, ne? Oder? Ja, vielleicht.
Ah, ja, wird knapp, oder? Scheiße, uns fehlt ein Titanbarren. Ah. So. Dann haben wir auch den letzten Titan. Titanbarren. Perfekt. Super. Dann haben wir jetzt das und dann können wir auch gleich direkt das Modul da bauen. Perfekt. Unser Tauchdock. Ah, wir brauchen auch Titan, um das zu verbinden, ne? Shit. Ah, ne. Doch. Dann hol ich mal eben Titan. Genau, jetzt haben wir genug. Ich glaube, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück, okay. Das sollte, glaube ich, reichen, ne? Perfekt. Nice. Wir haben ein Tauchdock, Leute. Ein Tauchdock. Yes, yes, yes. Perfekt, da. Wir brauchen das zwar noch nicht, aber wenn wir später den Krebsanzug haben, da wird das Ding sehr essentiell für uns. Genau, und jetzt nur noch das, das Fraktionsabteil-Bums. Genau. Jetzt muss ich gerade nur noch mal die mobile Fahrzeugstation finden, aber ich glaube, die war da drüben bei dem. Da oben ist sie, perfekt. So, wir droppen das einmal hier oben. Ich glaube, wir können das sogar... Oder? Direkt? Ja, hier. Perfekt. Einmal Jump. Genau, perfekt. Okay, es buggt einfach. Hier, Fabrikatorabteil. Perfekt. Dann würde ich nämlich sagen, dass wir das Lager auch nach unten packen, weil... nach hinten packen, weil... Wir brauchen ja erst den Fabrikator. Selbstverständlich so. Es sieht so geil aus, wie das Ding hier auch rausfährt, so. Gut. Obwohl, ja, so sieht das aus. Okay, merken wir uns. Ja, Lagerpark kommt nach hinten auf jeden Fall. Weil wenn wir mal das angucken... Okay, perfekt, wir können da nicht mehr rein. Super. Dann nehmen wir das. Packen das hier dran. Genau. Und dann kommst du hier. Hi. Perfekt. Rein. Tada. Perfekt. Gucken wir mal. Ja, super. Genau. Dann haben wir hier Fabrikator. Und hier hinten. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Hier sind, glaube ich, auch noch Sachen drin, oder? Ja. Oh, das können wir sogar. Oh. Okay, dann wissen wir ja, was wir hier alles haben. Bin mal gespannt, wie lässt das Ding sich fahren. Ja, gut. Okay. Ist ein bisschen eingeschränkter, aber naja. Wir fahren hier noch einmal rein. Ah, ich verstehe. Das kommt dann wieder nach da. Und dann hat man so zwei Reihen da, ne? Warte mal. Ja. Und hier kann man sogar... Ja, nice. Tada. Okay, das sieht nice aus. Wirklich. Gut, ich würde dann wirklich tatsächlich sagen, das war's dann mit der Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.